Hallo Freunde des Lichts. Dieses Jahr auch wieder Weinwanderung. Beginnend in Binsen, über den Weinberg, mit vielen verschiedenen schönen Stationen zum Essen und Wein genießen. Mit dem Team, mein Spatzele. Lach mal, so ist gut. Ich hänge. Jetzt mit dem Glas hinten. Geht. Das sieht gut aus. Ja, die Weinwanderung 2017. Schauen wir mal. Sehr heiß. Kann man nicht viel Alkohol trinken. Müssen wir uns mehr auf Mineralwasser konzentrieren. Hübsch. Ja. Ist nicht falsch rum auf? Na, ich glaube schon. Gut, okay. Warte mal, noch einmal. So, jetzt ist es besser als. Du hast Zeit, hübsch. Ja. Hübsch dämlich vielleicht. Ja. Ah, die erste Station. Ochse oder Schwane? Schwane, weiß ich nicht, wer so falsch. Ja, auf jeden Fall haben wir die Gutscheine für die Station hier. Das könnte sein, dass das Gastronom Schwane ist. Mal schauen, was sie zu bieten haben. Ja, ist eine Schwane. Ja, sieht man an die Wirtin. Was haben wir mit dir? Ja, ein schöner Festparteller. Bitteschön. Wunderbar. Gleich mal dokumentieren. Kriegen wir mal ein Stück Mineralwasser? Ja, gerne. Zum Abendstülpen. Ich hätte auch gern zwei Glas Weißburgunder und zwei Glas Mineral, bitte. Jawohl. Nochmal ein Glas Wasser, bitte. Ein Zipper? Nein. Das ist schon weg, nur noch. Ah, sehr schön, danke. Zwei Weißburgunder und ihr Sportwein, weil der verzichtet auf die Bums. Weil auch der Wirtschaftsbetrieb halt gerade in der Übergangszeit. So, die erste Station haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. War ein guter Anfang. Wir müssen mit dem Wein ein bisschen uns zurückhalten. Wir haben jetzt hier, was dürfte das sein, 35 Grad? 32, 35 Grad Außentemperatur. Also, auf zur nächsten Station. Also einen Ausblick hat man hier auf der Wanderung natürlich phänomenal. Im Weinberg ist es halt so ganz besonders. So, und wer jetzt glaubt, dass diese bunten Steinchen hier auf dem Weg Zufall sind, Pech gehabt. Das ist ein Kunstwerk. Muss man natürlich kontrollieren, ob die auch gut sind. Okay. Kontrolle bestanden. Oh.
Also die nächste Stelle ist Sportverein oder Sportgaststätte in Binsen. Schauen wir mal, was es da Feines gibt. Süppchen. Einmal festgehalten. Ja, muss. Muss. Eine gute Wünsche. Kann ich mir auf? Nein. Schreibst du das jetzt so falsch rum auf? Sehr warm. So, jetzt haben wir die Suppe von unserem Weinberg-Menü. Jetzt bewegen wir uns Richtung Hauptgang. Gespannt darf man sein. Der Turm geht unter. Man sieht sie nicht mehr. Ah, da drüben sieht man doch. Hier in unserer Gegend ist Drogenumschlagplatz Nummer 2, deutschlandweit. Man sieht's. Es wurde hier noch nicht abgeerntet. Hallo. Hallo. Ich hätte gern dreimal. Yep. Einmal das. Danke. Vielen Dank. Danke. Lass die so. Boah, geschafft. Langsam wird es schwierig. So viel Mineralwasser. Aber wir brauchen das bei den Temperaturen. Das Essen war so lecker. Boah. Und weiter geht's. Nächste Station. Ah, ich sehe schon, hier ist wieder ein Künstler am Werk. Schauen wir uns mal den Künstler an. Aha, Schneckehäuser für Filze. Mhm. Bitte? Dankeschön. Mhm. Das ist selber gedreht. Ja, die Wurst ist schön. Oh, Holzkugel. Jede Menge Holzkugel. Ja, das macht ein Künstler. Oh, das muss auch Kunst sein. Das muss Kunst sein. Da muss hier irgendwo ein Schild sein. Hier ist keins. Hier ist auch nirgendwo ein Schild. Ich glaube, ich mache hier ein Schild dran, dass es meine Kunst ist. Boah, guck doch mal die Kunst an. Es sind noch keine. Es ist wirklich traurig. Man bezahlt so viel für Kirschen und hier stehen die Bäume rum. Und die Kirschen vergammeln. Keiner holt sie runter, sind schon überreif. Die sollten schon lange runtergeholt werden. Keiner holt sie runter. Alles vergammelt. Das ist wirklich schade. Da ist bestimmt wieder so ein Künstler am Werk. Sieht so aus. Nächste Künstlerstation. Oh.
Und hier laufen wir jetzt auf die letzte Station zu, die vorletzte. Die letzte ist die Talstation. Und das immer mit einem genialen Weitblick. Und falls sich jemand wundert wegen meinem Hut, ich bin heute inkognito, dass ich nicht erkannt werde. Ja. Wer bist du? Hä? Wer bist du? Was machst du da? Siehst du? Es funktioniert. Oh, wieder ein Gute. Das sieht aber gut aus. Bitte schön. Oh, vielen Dank. Ja, gut. Ja, das andere, das wechselt ja überall. Ach so, jetzt gibt's okay. Nur na dann lieber Rosé in dem Fall. So, Freunde des Lichts. Ein schöner Tag geht zu Ende. So ein Essen im Weinberg, okay, muss man nicht immer haben, aber einmal im Jahr ist vielleicht keine schlechte Idee. Macht irgendwo auch Spaß. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch hat es gefallen. Wir sehen uns.